Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU mit dem Titel Digitalisierungskosten bei steuergesetzlichen Vorhaben darlegen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Ich bitte jetzt zügig Platz zu nehmen und offensichtlich notwendige interfraktionelle Beratungen an den Rand des Plenums zu verlegen. So, ich bitte jetzt wirklich alle, die an den weiteren Beratungen teilnehmen wollen und teilhaben wollen, ihren Platz einzunehmen. Sie werden gleich merken, warum ich die Aussprache nicht eröffne. Ja, ich bitte jetzt wirklich, die nötige Aufmerksamkeit herzustellen. Wir haben auch in den nächsten Tagesordnungspunkten Kolleginnen und Kollegen, die wahrscheinlich schon den ganzen Tag ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag entgegenfiebern. Und ich finde, den notwendigen Respekt sollten wir immer aufbringen, aber gerade in dieser Situation. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Redder für die FDP-Fraktion zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht ja heute um Konsens, um die Digitalisierung der Steuerverwaltung. Damit arbeiten wir ja schon seit 2007. Also seit fast 15 Jahren an einer gemeinsamen Softwareentwicklung im Bereich der Steuerverwaltung. Das ist tatsächlich in Teilen eine Erfolgsgeschichte. Deswegen wundert mich ja der Antrag der CDU/CSU. Wenn man sich Elster anguckt als Bestandteil, das benutzt inzwischen jeder zweite Bürger, jede zweite Bürgerin in Deutschland. Und das bei einem Steuerrecht, wie wir ja wissen, was ja in sich widersprüchlich ist. Ja, es gab ja mal ein Fraunhofer-Forschungsprojekt, wo versucht worden ist, das zu algorithmisieren. Es ist nach 5 Jahren kläglich gescheitert. Also unser Steuerrecht und dann Elster Einkommensteuererklärung digital, ein großes Wunder. Und es funktioniert. Es gibt aber auch große Mängel und Nachholbedarfe. Wir haben die Grundstücksdatenbank Laguste, die kommt dieses Jahr viel zu spät und macht in den meisten Bundesländern die eh schon schwierige Umsetzung der Grundsteuer noch schwieriger. Wäre schön, wenn das vorher geklappt hätte. Deswegen haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Digitalisierung der Besteuerungsverfahren voranzutreiben. Und das werden wir als Fortschrittskoalition jetzt machen. Stück für Stück werden wir die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und auch in der Steuerverwaltung vorantreiben. Und da reden wir konkret über voll digitalisierte Verfahren. Da reden wir über mehr zentrale Steuerung bei Konsens. Und da reden wir auch über eine notwendige Entbürokratisierung des Steuerrechts. Und da reden wir über moderne Software- und Datenarchitekturen. Wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir bei der Entwicklung im Rahmen von Konsens noch schneller vorankommen. Modernere, agilere Softwareentwicklungstechniken mit einem besseren Controlling, einer höheren Geschwindigkeit könnten genutzt werden, um veraltete Entwicklungstechnologien abzulösen. Und wir haben das große Thema der mangelnden Dateninteroperabilität bei großen integrativen Systemen. Und da müssen wir ran. Es gibt neue Konzepte dazu. Fair Digital Objects ist so ein Beispiel, gibt es seit 3 Jahren. Damit könnten wir tatsächlich das, was wir bisher gemacht haben,
noch mal prozessoral um mindestens 30% beschleunigen, bei geringeren Kosten, und wir sind schneller. Und da sind wir gerade dran. Am Ende kommt ein neuer Datenstandard raus. Eine deutsche Erfindung, ein neuer Datenstandard. Ist ja auch nicht schlecht. Wir sind ja berühmt dafür, dass wir standardisieren. Innovative Technologie löst aber nicht alles. Ich habe als Unternehmer und Auftragnehmer von vielen IT-Projekten meine eigene Erfahrung mit der öffentlichen Verwaltung und mit großen Konzernen gemacht. Am häufigsten ist es die Angst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Veränderungen, die Digitalisierungsprozesse blockiert. Und diese Angst müssen wir den Betroffenen nehmen. Das ist eine politische Aufgabe. Das heißt, wir müssen auch konsequent für die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung werben. Wir müssen den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen in der Verwaltung benutzungsfreundliche Software anbieten. Das, was die kennen aus dem Privatleben, wenn sie eine App benutzen, das funktioniert, das kennen die. Wenn sie dann aber an einer SAP-Oberfläche sitzen, die kryptisch ist und damit nicht klarkommen, dann macht es auch keinen Spaß. Aber Arbeit muss Spaß machen, Digitalisierung kann Spaß machen, und wenn es Spaß macht, sinkt auch die Angst und dann steigt die Akzeptanz. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte das schon erwähnt, wir werden als Ampel konkrete Vorschläge zur Digitalisierung der Steuerverwaltung unterbreiten. Aber da brauchen wir tatsächlich keine Hilfe der Union, die in der Vergangenheit beim Thema Digitalisierung aus dem Kanzleramt und den eigenen Ministerien und aus den Bundesländern blockiert hat, wo sie nur konnte. Und ich sage das nur, weil man hier den Eindruck gewinnen kann, dass die CDU-CSU mit einem Antrag auf zwei Seiten alle Probleme der Digitalisierung im Bereich der Steuerverwaltung lösen konnte. Auf zwei Seiten. Cool. Alles, was die Union selbst in den vergangenen 16 Jahren nicht auf die Reihe gekriegt hat, hat sich jetzt in der Opposition plötzlich gelöst. Also so wirkt das. Auf zwei Seiten. Hut ab. Großartig. Ja, sorry. Und dann fordern Sie beispielsweise noch, uns darzulegen, welche Einsparpotenziale durch die IT-Umsetzung zu erzielen sind. Glauben Sie tatsächlich, dass wir das noch belegen müssen? Haben wir nicht gerade in der jüngeren Vergangenheit gelernt, wie fahrlässig es ist, Digitalisierung nicht voranzutreiben? Und ich denke, wir haben jetzt genug über Abschätzungen, Zeitpläne, Einsparpotenziale, Umsetzungsaufwände gesprochen. Jetzt ist es nämlich wichtig, auch mal ins Machen zu kommen. Und genau das machen wir als Ampelkoalition. Da brauchen wir definitiv keine Nachhilfe von Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union. Danke. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Johannes Steiniger das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zur ersten Rede, Herr Dr. Retter, hier zu unserem Antrag Digitalisierungskosten bei steuerrechtlichen Vorhaben darlegen. Um was geht es eigentlich in dem Antrag? Das will ich noch mal kurz sagen. Wir wollen, dass wir unsere eigene Arbeitsweise hier im Deutschen Bundestag etwas verändern, weil wir ja oft über die Inhalte sprechen, beispielsweise bei uns im Finanzausschuss zum Thema Steuerrecht, wir aber allzu oft vergessen, wie werden dann eigentlich die Regelungen, die wir hier beschließen, umgesetzt. Und insbesondere in allen Steuerrechtsfragen ist es eben oft ganz so, dass das Ganze digital umgesetzt wird. Und wir wollen mit diesem Antrag erreichen, dass wir uns auch schon während des Gesetzgebungsverfahrens genau damit auseinandersetzen. Und jetzt haben wir ja schon das übliche Spiel gehört, das hatten wir auch im Ausschuss schon. Eigentlich kann die Opposition hier an Anträgen vorlegen, was man möchte. Der Antrag kann noch so gut sein, aber sie versuchen dann Gegenargumente zu finden, ist auch ihr gutes Recht. Da wird dann gesagt, ja, wir machen das doch sowieso schon, ihr wart doch 16 Jahre dran, wir machen mehr, es ist unnötig, was ihr hier an Antrag vorlegt. Aber, das werden wir vielleicht jetzt auch gleich hier entsprechend nochmal hören, aber ehrlich gesagt, so ist es nicht. Und Sie haben ja gesagt, Sie brauchen keine Nachhilfe von uns. Ich habe jetzt mal einen beliebigen Gesetzesentwurf von Ihnen rausgesucht. Und zwar hier gerade vor ein paar Tagen ein Änderungsantrag zum Steuerentlastungsgesetz 2022. Hier wollen Sie die Energiepreispauschale einführen. Und vielleicht haben Sie den Gesetzentwurf auch gelesen. Sie haben ihn ja mit verabschiedet. Hier steht im allerletzten Absatz Folgendes. Hier entsteht für die IT-Umsetzung in der Steuerverwaltung der Länder einmaliger Umstellungsaufwand, der derzeit nicht bezifferbar ist.
Zweitens, darf für diesen Aufwand weder eine haushalterische Vorsorge getroffen werden, noch eine Berücksichtigung in den Planungen für die betroffenen IT-Verfahren erfolgen konnte, wird eine Umsetzung nur zulasten anderer ebenfalls prioritärer Aufgaben möglich sein. Hört sich relativ kompliziert an, heißt im Klartext, erstens, Sie sagen nicht, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Zweitens, Sie sagen nicht, in welcher Zeitschiene das passieren soll. Drittens, Sie sagen nicht, was es kosten soll. Und das Allerschlimmste, und das ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland dann oft so langsam sind, das Allerschlimmste ist, Sie machen hier eine Umsetzung eines Gesetzes, das dazu führen wird, dass an anderer Stelle Umsetzungen eben nicht erfolgen können. Das schreiben Sie hier schwarz auf weiß. Von daher, vielleicht ist die Nachhilfe unsererseits dann doch notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das zeigt, wie wichtig dieser Antrag ist. Und geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie heute zu. Und ich möchte schon auch sagen, auch wir als Bundestag müssen da, glaube ich, umdenken. Wir müssen wegkommen, dass wir nur inhaltlich über die Regelung diskutieren und beschließen. Wir müssen dahin kommen, dass wir dann auch nachfassen, wie wird eigentlich eine Regelung dann entsprechend auch umgesetzt. Weil wir doch oft den Frust auch von Bürgerinnen und Bürgern spüren. Ich sage das auch selbstkritisch, in der letzten Legislatur, Große Koalition. Wir haben da die Corona-Hilfen beispielsweise verabschiedet und dann gab es ganz großen Frust bei Bürgerinnen und Bürgern, bei Unternehmen, weil es eben sehr lange gedauert hat, bis dies dann auch digital entsprechend über die Plattform abgedeckt werden konnte. Ich würde mir wünschen, dass wir hier insgesamt als Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag umdenken und eben dann aber auch nicht mehr solche Änderungsanträge in den Deutschen Bundestag einbringen. Was wollen wir konkret? Wir wollen, dass die digitale Umsetzbarkeit ausgewiesen wird, die Kosten, der Zeitplan. Wir wollen dann aber auch, dass die Kosten in den Haushalt eingebracht werden. Das machen Sie hier in diesem Änderungsantrag auch nicht. Und natürlich macht es auch Sinn, zu quantifizieren, was sind mögliche Einsparpotenziale, wenn ich natürlich auch digitale Möglichkeiten nutze. Und unser Ziel ist es, dass wir ein digitalisierungstaugliches Steuerrecht haben, dass wir die große Masse an Steuerbescheiden automatisch erstellen, dass wir eine elektronische Erklärungsabgabe haben, dass wir den digitalen Bescheid auch haben. Und das müssen wir hier im Deutschen Bundestag, im Finanzausschuss von Anfang an mitdenken. Und wenn wir uns da einig sind, Herr Kollege, dann geben Sie sich doch einen Ruck. Sie können diesem Antrag guten Gewissens zustimmen. Denn zum Schluss möchte ich schon auch sagen, wir als Union sind der Auffassung, dass überall dort, wo der Bürger mit dem Staat in Kontakt kommt, die Aufgaben dann auch digital erledigt werden können. Und ich würde mich freuen, dass insbesondere von einem Finanzministerium, was von der FDP geführt wird, hier dann auch im Nachgang, wenn Sie unserem Antrag schon auch nicht zustimmen, können Sie sich das ja ein bisschen zu Herzen nehmen und in Zukunft Änderungsanträge, die hier eingebracht werden, eben dann auch so umsetzen, wie wir es hier beantragen. Ganz nach dem Motto Digitalisierung first, Bedenken second. Herzlichen Dank. Wir werben für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Nadine Heselhaus das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der CDU-CSU benennt ein ganz grundsätzliches Ziel, welches bereits im Koalitionsvertrag unserer Regierungsparteien formuliert wurde. Das Ziel, die Finanzverwaltung vollständig von der Steuererklärung bis zum Bescheid zu digitalisieren. Dementsprechend begrüßen wir dieses auch erst einmal ausdrücklich. Denn die Digitalisierung der Steuerverwaltung ist bereits eine Erfolgsgeschichte und sie birgt noch viel mehr Potenzial, als bisher genutzt wird. Deshalb wollen wir sie weiter vorantreiben. Aber kommen wir nun zum Inhalt des Antrags der Union, denn interessant wird es dort, wo die Wege zur Zielerreichung aufgezeigt werden. Welche Maßnahmen sollen also ganz konkret beschlossen werden? Der Antrag sieht eine grundsätzliche Prüfung aller steuergesetzlichen Vorhaben auf deren IT-Umsetzbarkeit vor. Wie diese IT-Umsetzbarkeit dargestellt werden soll, wird nachfolgend konkretisiert. Bei allen Umsetzungsaufwänden für die Steuerverwaltung sollen die Digitalisierungskosten ausgewiesen werden.
Doch das Ausweisen von Kosten wird weder neue noch bestehende Regelungen digitalisieren oder deren Digitalisierung beschleunigen. Gleiches gilt für den umgekehrten Fall für die Darlegung von finanziellen Einsparpotenzialen durch die IT-Umsetzung, die ebenfalls erfolgen soll. Außerdem soll die Bundesregierung dazu aufgefordert werden, die Finanzierung des Umsetzungsaufwands sicherzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren, grundsätzlich unterliegt ein Gesetzentwurf auch der Prüfung des Erfüllungsaufwands. Dazu gehören alle zur Realisierung der Umsetzung erforderlichen Kosten oder eben auch Einsparungen, sofern sie bekannt sind. Selbstverständlich gehört auch die Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens dazu. Ein Mehrwert ist also durch den Antrag bisher nicht erkennbar. Kommen wir zum nächsten Punkt des Antrags. Die Digitalisierung der Steuerverwaltung soll in allen Bereichen und auf allen staatlichen Ebenen vorangetrieben werden. Ja, dieser Punkt beschreibt jedoch lediglich erneut das übergeordnete Ziel und keine konkrete Maßnahme. Meine Damen und Herren, wir brauchen klare Kompetenzen. Bislang haben bei der Digitalisierung der Steuerverwaltung sehr viele Akteure mitgesprochen. Wir werden dafür sorgen, dass eine zentrale Verantwortlichkeit geschaffen wird, die den digitalen Wandel weiter vorantreibt, eine zentrale Organisationseinheit auf Bundesebene. Damit schaffen wir Verantwortlichkeit und gehen über bloße Angaben zum Erfüllungsaufwand hinaus. Denn diese Organisationseinheit wird nicht nur den digitalen Wandel vorantreiben, sondern auch die Verringerung der Steuerbürokratie sicherstellen. Wir wollen voll digitalisierte Verfahren. Die gesamte Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung soll digital möglich sein. Denn die Akzeptanz der Digitalisierung von Steuerverfahren ist hoch. Sie gestaltet das Verfahren für alle Beteiligten effizienter. Für die Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, für Steuerberaterinnen und Steuerberater und für die Verwaltung selbst. Sie alle haben dadurch weniger Aufwand und mehr Zeit fürs Wesentliche. Was brauchen wir dafür konkret? Welche Maßnahmen ergreifen wir, damit wir den Weg zur umfassenden Digitalisierung beschleunigen? Dazu haben wir uns in der Ampel viel vorgenommen. Bislang werden Daten oft über eine elektronische Einbahnstraße an die Finanzverwaltung übermittelt. Beim Versand von Bescheiden oder Klärungsbedarf wird weiterhin auf Post, Telefon oder Fax zurückgegriffen. Diese Diskrepanz in der Kommunikation ist fehleranfällig und führt zu Mehrfacharbeiten. Um Prozesse zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Finanzamt vollständig zu digitalisieren, brauchen wir einen einfachen und sicheren Informationsaustausch. Dazu benötigen wir eine datenschutzsichere Lösung, die die bisherigen Schnittstellen standardisiert miteinander vernetzt. Wir müssen die Zusammenarbeit mit den Ländern verstärken, um die IT zu vereinheitlichen und zu modernisieren. So können Abläufe sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Unternehmen optimiert und Bürokratiekosten reduziert werden. Die Automatisierung bietet auch in der Steuerverwaltung Chancen für schnellere Verfahren und damit weniger Arbeitsbelastung. Im Tagesgeschäft werden viele Prozesse noch manuell erledigt. Elektronische Abgleiche können hier viel Zeit sparen. Zudem werden wir das Steuersystem für Menschen und Unternehmen einfacher machen. Mit der vorausgefüllten Steuererklärung senken wir den Zeitaufwand für die Steuererklärung deutlich. Auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung lässt sich mit Standardisierung und dem sinnvollen Einsatz neuer Technologien Zeit sparen. So werden weniger Außentermine in den Unternehmen notwendig und die Finanzbeamten haben mit Methoden der Datenanalyse verbesserte Mittel an der Hand, um Betrugsfällen zügig auf die Spur zu kommen. Wir werden mit dem neuen Steuerforschungsinstitut die Datenlage für eine noch stärker wissenschaftlich fundierte Steuergesetzgebung verbessern. Damit schaffen wir auch zusätzliches Wissen, um die Steuerhinterziehung in Deutschland stärker zu bekämpfen. Denn auch das ist uns als SPD ein großes Anliegen.
Sie sehen, unsere Liste der Maßnahmen ist lang. Dagegen bietet der Antrag der Union wenig. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Jörn König für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer. Die CDU-CSU möchte mit einem Antrag die Digitalisierungskosten zu steuergesetzlichen Vorhaben transparent darlegen. Das Ziel teilen wir. Wir finden aber, dass die Union dieses Anliegen nicht glaubwürdig vertreten kann. Der Antrag ist ein historischer Exkurs zur teilweise gescheiterten Einführung von Steuersoftware in der Finanzverwaltung. Angefangen im Jahre 1991, also noch vor Konsens, das hieß nämlich Fiskus. Seitdem hat die Union 24 Jahre regiert. Spätestens nach der Machtübernahme im Jahr 2005 hätten Sie, die Union, die Regierungsübernahme im Jahr 2005 hätten Sie, die Union, die Ziele des Antrags umsetzen können und müssen. Dieser Antrag zeigt wenige Monate nach dem Regierungswechsel eigentlich nur Ihr Versagen als Regierung. Meine Damen und Herren von der Union, Sie haben mit Ihrer größten Kanzlerin aller Zeiten in den Jahren 2010, 2012 und 2017 also dreimal die Digitalisierung zur Chefsache erklärt. Sie haben aber in den ganzen 16 Jahren vergessen, diesen simplen, relativ simplen Digitalisierungsantrag in ein Gesetz zu gießen. Wir können uns aber alle noch gut daran erinnern, dass viele Unionsabgeordnete genügend Zeit zum Beispiel für lukrative Maskendeals hatten. Warum also sollten die neuen Regierungsfraktionen eigentlich den Gefallen tun, ihren Antrag jetzt umzusetzen? Verstehen Sie die neue Regierung als Reparaturbetrieb für unterlassene Pflichtübungen? Der Antrag beschreibt recht gut die Ursache für das Versagen und die ewigen Verzögerungen in der IT-Umsetzung. Es sind, ich zitiere, stets neue gesetzliche und politische Anforderungen. Und in der Tat, immer wieder und immer schneller ändert sich die Gesetzgebung. Inzwischen gibt es monatlich, früher war es jährlich, hier mal für 2022 Rentenbesteuerung ändert sich, hier mal das ändert sich im Oktober und inzwischen gibt es monatlich diese Artikel. Das ist für den normalen Bürger einfach nur noch verwirrend. Wir hier im Parlament und besonders die jeweiligen Regierungsfraktionen sorgen mit immer neuen Gesetzen, man kann ruhig sagen, mit Regelungswut für dieses Versagen. Die ständigen Änderungen am Steuerrecht sind einfach schädlich. Der Antrag der Union ist in diesem Zusammenhang auch einfach nur ein Weiterwursteln mit dem Fahren auf Sicht. Was wir bräuchten, wäre ein langfristiges Konzept für die Digitalisierung unserer Verwaltung und Steuererhebung. Einfach, schlank, bürokratiearm und zukunftssicher. Gegenüber dem Bürger sind nämlich Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit mehr geboten denn je. Die Frage ist also, wie macht man es besser? Die AfD hat dazu die richtigen Vorschläge auf Basis des Kirchhoff-Modells auf den Tisch gelegt. Mit diesem Modell haben Sie, liebe Union, im Jahr 2005 Wahlkampf betrieben. Leider haben Sie den Professor Kirchhoff hinterher völlig opportunistisch vom Hofe gejagt. Wieder mal ein gebrochenes Wahlversprechen. Da haben Sie ja Routine. Mit dem AfD-Modell würde auch die Kompliziertheit und damit die Intransparenz im Steuerrecht beseitigt werden. Spötter behaupten ja immer noch, dass 80% der weltweiten Steuerliteratur aus Deutschland kommen. Es sind in Wirklichkeit nur 15%, aber auch das ist ein Ausdruck von Überbürokratisierung. Denn wir haben nur 2% aller Steuerzahler weltweit. Das Ziel muss sein, dass der durchschnittliche Steuerzahler seine Steuererklärung mal wieder versteht. Und dies muss mit einer deutlichen Entlastung der Mittelschicht verbunden sein. Wenn Sie die Steuererhebung modern und zeitgemäß machen wollen, dann setzen Sie unseren Antrag um 1925305, der für ein Pilotprojekt der Steuererhebung mit Distributed Ledger Technologien wirbt. Sie werden sich fragen, was Distributed Ledger ist. Das ist das, was Ihr Beauftragter Blockchain nannte und damit die Blockchain meinte. Sehr geehrte Parlamentskollegen, nehmen Sie den Antrag zum Anlass, senken Sie die Steuern, vereinfachen Sie radikal das Steuerrecht auf Basis der AfD-Vorschläge, dann hat der Antrag auch sein Gutes. Wir werden uns enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag hat nun die Kollegin Sabine Grützmacher für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag benennt ein wichtiges Ziel, und eins möchte ich jetzt vorwegschieben. Auch wenn die Informatik aus Einsen und Nullen besteht, dann ist die Steuersoftwareentwicklung ja nicht zwischen Katastrophe und 100% gelungen. Da gibt es ja noch was zwischen. Und da zu sagen, wir müssten von einem Scheitern sprechen, das ist wirklich maßlos übertrieben. Das möchte ich wirklich voranstellen. Ich habe Scheitern gehört. Auch wir möchten die digitale Transformation natürlich effizienter gestalten. Und ja, die Softwareentwicklung im Steuerbereich muss stärker auf Kernverfahren ausgerichtet werden. Und auch der Koalitionsvertrag sieht hier natürlich eine Beschleunigung vor. Aber nur ein Mehr an Reporting schafft nicht mehr Digitalisierung. Laut Ihrem Antrag soll die IT-Umsetzung in einem gesonderten Berichtswesen überprüft werden. Auch die Digitalisierungskosten sollen wieder extra ausgewiesen werden. Der Erfüllungsaufwand in Gesetzesentwürfen, der muss aber schon jetzt ja mit angegeben werden. Die Idee einer gesonderten IT-Folgenabschätzung für gesetzgebende Gremien wäre ein Mehr an Bürokratie. Und der Weg zur Digitalisierung, der wird ja nicht kürzer, indem man ihn doppelt geht. Erlauben Sie mir als ehemaligen Kieler Nordlicht den Blick nach Dänemark. Denn dort ist Digitalisierung gelebter Alltag. Und Dänemark ist führend in der EU. Rund 100 Dienstleistungsgebiete im öffentlichen Sektor sind so gut digitalisiert, dass der digitale Weg der Standard ist. Darunter die digitale Post und die Steuererklärung. Und das Beste, der Staat spart dadurch 345 Millionen Euro pro Jahr. Wie wurde das erreicht? Neben guten Softwarelösungen und Schnittstellen wurde das vor allem erreicht, indem Technikkompetenz von Anfang an aufgebaut wurde, auch in Politik, in Ministerien und in der Verwaltung. Der Kompetenzaufbau statt Doppelstrukturen, das ist der Schlüssel zur besseren Digitalisierung. Und ein Baustein dabei ist Vereinfachung. Legisten und Legistinnen, IT-Experten und IT-Expertinnen müssen einheitliche Begriffsdefinitionen nutzen und interdisziplinär stärker zusammenarbeiten. Denn je einfacher Verfahren sind und je weniger Ausnahmen es im Steuerrecht gibt, umso einfacher sind sie auch zu digitalisieren. Und dann bekommen wir auch eine Beschleunigung. Und zum Beispiel wird Steuerbürokratie auch laut Koalitionsvertrag durch höhere Schwellenwerte in Zukunft verringert. Ein Beispiel zur Beschleunigung. Ein frühzeitig angesetzter Digitalisierungscheck wird Verwaltung über die Steuergesetzgebung hinaus in Zukunft insgesamt digitaler und bürgernah ausrichten und den Weg zur Vollautomatisierung einschlagen. Denn die anwendungsfreundlichste Verwaltung Europas, die der ehemalige Bundeswirtschaftsminister ja sogar verbunden mit einer Wette bis 2021 versprochen hatte, die hatte ja leider Lieferschwierigkeiten. Und auch mit Blick auf das Herzensprojekt unserer frisch vereidigten Familienministerin Lisa Paus, die Kindergrundsicherung, müssen Leistungen zukünftig unbürokratisch und digital beantragt werden können. Die auch hierfür fehlende digitale Infrastruktur wird die Ampel voranbringen. Und gerne stoßen wir dann gemeinsam mit den 12 Flaschen Grauburgunder, die Herr Altmaier damals als Wetteinsatz angeboten hat, auf die erfolgreiche Digitalisierung gemeinsam an. Hat damit zu tun. Von Vereinfachung und Technikkompetenz hätte in den letzten Jahren auch das Onlinezugangsgesetz profitiert. Weil hier hat der Bundesrechnungshof angemahnt, dass das BMI Ende September 2021 den Eindruck erweckt hat, die Digitalisierung sei weit fortgeschritten. Aber von 1532 zu digitalisierenden einzelnen Verwaltungsleistungen des Bundes waren nur 58 gemäß Onlinezugangsgesetz digitalisiert. 58 von 1532. Die Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn dabei sind Milliarden geflossen. Teilweise leider in die falschen Kanäle, in großen Teilen auch in Consultingfirmen. SSI, ID-Wallet bis hin zu Blockchain, haben wir gerade gehört. Beraterfirmen spielen auf dem Feld der Digitalisierungsprojekte teilweise Buzzword-Bingo, auch in der Steuergesetzgebung.
Und statt der technologisch sinnvollsten Lösung werden teilweise Projekte oft mit der hipsten und, da müssen wir aufpassen, gerne teuersten Lösung umgesetzt, bis sie von ehrenamtlichen Sicherheitsforschenden sprichwörtlich zerforscht oder konservativ übersetzt gehackt werden. Wir müssen hieraus lernen, sonst laufen wir immer wieder gegen dieselbe Wand, nur schneller. Wir müssen eigene Technikkompetenz aufbauen und auch Länder und Kommunen hierbei stärker unterstützen. Auch in Gesetzgebungsverfahren eingebundene Menschen müssen technikkompetent werden, um IT-Projekte managen, entwickeln und evaluieren zu können. Für den Einsatz von IT-Consulting-Firmen muss gelten, Beratung ja, Abhängigkeit durch Exklusivwissen nein. Und auch die Einbeziehung von Zivilgesellschaft muss ausgewogen sein. Sicherheitsforschende aus dem Digitalbereich, wie zum Beispiel dem Chaos Computer Club, die die Implementierung staatlicher Digitalisierungsprojekte aus Datenschutz, aber auch aus Kostenaspekten zu Recht kritisch begleitet haben, sollten für eine transparente und gute Umsetzung endlich präventiv gehört werden. Und nicht erst, wenn das Kind in den millionenteuren Brunnen gefallen ist. Stattdessen setzt der Antrag einzig auf das Institut für Digitalisierung im Steuerrecht. Ein Verein, der vor allem große Konzerne zu seinen Mitgliedern zählt. Der Antrag setzt hier die falschen Prioritäten. Deswegen werden wir ihm nicht folgen. Denn bessere Digitalisierung erreichen wir nur mit Vereinfachung und Aufbau von Technikkompetenz, auch in der Steuergesetzgebung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Christian Görke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Steinecker, es ist schon ein bisschen bizarr, wenn die Union mit einem Antrag das kritisiert, was sie wirklich in den 16 Jahren, wo sie auch wirklich Verantwortung hatten in dieser in verschiedensten Koalitionen, nicht auf die Reihe bekommen haben. Und das beste Beispiel, ich komme gleich zu, geht gleich weiter. Und das beste Beispiel für die Versäumte war und ist das Schneckentempo bei der Umsetzung der sogenannten Konsensprodukte. Hier rächt sich nämlich diese jahrelange Fingerhakelei des Bundes mit den Ländern um die Finanzierung. Und ich bitte, und das ist auch meine Bitte auch an die neue Koalition, dass wir endlich dies beenden und dass wir hier ein bisschen mehr Tempo machen und verlässliche Finanzierung verabreden können. Und sehr geehrter Herr Steininger, kaum jemand in diesem Haus hat irgendetwas dagegen, dass die Umsetzungsaufwände bei den Digitalisierungsvorhaben beziffert und transparent dargelegt werden. Wohl kaum jemand in diesem Haus hat etwas dagegen, wenn die Digitalisierung der Steuerverwaltung in allen Bereichen vorangetrieben wird. Denn auch schließlich wollen wir, wenn hoffentlich bald mal die Vermögenssteuer erhoben wird, dass nicht über Papier und Bleistift die abgeführt wird. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren von der Union, was mich besonders verwundert hat, dass Sie bei der Realisierung Ihrer Vorschläge auf die Implementierung der Expertise des Instituts für Digitalisierung und Steuerrecht e.V. setzen. Das ist natürlich ohne Zweifel ist da technischer Sachverstand da, aber wenn ich mir die breit gefächerte Mitgliederliste mal ansehe, dann hat das schon einen kleinen Beigeschmack. Und zwar einen sehr arbeitgebernahen. Und ich habe mal die Liste der Mitglieder mitgebracht. Da finden wir dann die nicht so kleinen Konzerne wie Microsoft, Fresenius, Henkel, Dr. Oetker, Vonovia, Aldi. Die vertreten, die haben, sagen wir mal, sind ja in letzter Zeit auch aufgefallen mit einer Menge von Ratschlägen für Steueroptimierungen. Man konnte es ja nachlesen und werden ja dann noch von den Beratungsunternehmen wie EY und KPMG noch sekundiert. Und die sind auch noch Mitglieder über Einzelpersonen. Also wie wäre es denn mal, ja, das hat nicht mit Klassenkampf zu tun, jetzt kommen wir mal zu denen, was wirklich an der Zeit wäre. Wie wäre es denn mal mit einem Mehr an grundsätzlicher Transparenz, wenn zum Beispiel im Vorfeld eines jeden Gesetzgebungsverfahrens, auch bei der Digitalisierung, bereits klar ist, welche Lobbyverbände, Vereine bereits Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren genommen haben. Wie wäre es denn mal mit der Schaffung eines scharfen, verpflichtenden Lobbyregisters? Ich weiß, das scheuen Sie ja wie es Weihwasser. Also, das wäre doch mal ein richtiger Beitrag. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Und insofern vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Das Wort hat Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann meinem Vorredner da an sehr vielen Stellen Recht geben. Und es ist schon überraschend, wenn man sich den, und das ist ja, kann man wirklich sagen, dünnen Antrag, er passt auf eine Seite, anschaut, ja gut, doppelt bedruckt, dann fragt man sich schon so ein bisschen, warum eigentlich, warum soll das hier alles, es wird irgendwie eine Statistik des Scheiterns so ein bisschen gefordert, weil es müssen jetzt dann, glaube ich, alle Kosten erhoben werden für alle Projekte, die in der Vergangenheit schon nicht funktioniert haben. Und gerade auch weil Sie das Thema Konsens aufrufen, da ist doch mal die Frage, die Probleme sind doch nicht dadurch entstanden, dass man irgendwo beim Gesetzgebungsverfahren nicht die Digitalisierungskosten ausgewiesen hat, sondern wie der Kollege richtig aus seiner Erfahrung als Landesfinanzminister auch gesagt hat, das Fingerhakeln zwischen Bund und Ländern bei diesen Projekten, das treibt doch die Kosten immer wieder hoch und es sorgt dafür, dass wir nicht zu Potte kommen. Da steht aber nichts dazu drin, meine Damen und Herren. Was ich aber gut finde, was drin steht, ist, dass Sie eine IT-Folgenabschätzung für Gesetzgebungsverfahren haben wollen. Die Frage ist nur, warum eigentlich nur für Steuergesetzgebungsverfahren? Das ist doch ein Thema, das haben wir bei allen Gesetzgebungsverfahren. Und deswegen glaube ich auch, dass die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag den richtigen Ansatz dafür gewählt hat, nämlich, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir einen Digitalcheck für alle Gesetze einführen wollen. Das ist der richtige Ansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich mir dann so ein bisschen anschaue, was wir an Projekten, ich habe das ja 8 Jahre lang in häufig freundschaftlicher Zusammenarbeit miterlebt. Aber wenn ich da mir anschaue, digitale Identitäten als Projekt aus dem Kanzleramt in der letzten Legislaturperiode, eine Woche vor der Bundestagswahl hat Herr Scheuer das noch auf den Markt bringen wollen und dann, die Kollegin von den Grünen hat es eben richtig gesagt, dann ist es grandios gescheitert, weil es zerhackt wurde. Das ist leider das, was die Realität in den letzten Jahren war. Oder wenn wir uns das Onlinezugangsgesetz anschauen, von den über 1500 Projekten, die digitalisiert werden sollen, sind wir dann im Bereich von 58, wo wir es geschafft haben. Also insofern brauchen wir doch nicht mehr Statistik, sondern wir müssen ins Machen kommen. Und genau das hat sich diese Koalition vorgenommen, meine Damen und Herren. Und dazu gehören eben neben dem Digitalcheck auch die Verbesserung im Bereich des Online-Zugangsgesetzes. Und da sind doch die Ansätze zum Beispiel wie das Einer-für-alle-Prinzip der richtige Weg. Wir sind in einem föderalen Land, auch wenn wir im Bundestag uns manchmal vielleicht vorstellen könnten, dass es ein bisschen schneller geht, wenn wir das hier alles unter uns ausmachen könnten. Wir wissen aber, wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Nichtsdestotrotz, und das ist auch wichtig, noch mal zu unterstreichen, im Rahmen der Haushaltsverhandlungen, in denen wir uns ja immer noch befinden, dass wir beim Onlinezugangsgesetz richtig Geld zur Verfügung stellen, weil ich finde, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir jetzt 2022 als Ziellinie nicht erreichen, sondern wir müssen gucken, dass so viele Prozesse wie möglich auch digitalisiert werden. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass Nancy Faeser bei ihrer Amtsübernahme jetzt einen OZG-Booster angekündigt hat, um einfach viele digitale Prozesse jetzt möglichst schnell auch voranzubringen. Und so nett das Ansinnen der Union hier ist, es ist doch sehr, sehr homöopathisch. Und deswegen wird es dem Problem nicht wirklich gerecht. Und deswegen müssen wir es leider ablehnen. Tut mir leid. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt gab es 4 Redner von der Ampelkoalition, Dr. Retter, Frau Hesselhaus, Frau Grützmacher, Dr. Zimmermann. Und alle haben gesagt, der Antrag ist gut, der Inhalt passt, aber wir müssen ihn irgendwie ablehnen und haben noch ein kleines Härchen in der Suppe gesucht. Also der eine sagt so, der andere so.
Am Ende lehnen Sie es deswegen ab, weil wahrscheinlich der Antrag von uns kommt, aber der Inhalt ist und bleibt richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bessere und schnellere Digitalisierung, gerade im Steuerrecht, könnte wirklich helfen, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Aber es fehlt am Willen und an der Bereitschaft, und zwar an der Spitze beim Steuerrecht am Bundesfinanzministerium. Und da muss man es auch mal hin adressieren. Der heutige Bundeskanzler und frühere Finanzminister hat dieses Thema sträflich vernachlässigt. Das Thema Konsens ist in dieser Zeit nur wenig vorangegangen. Und Sie können das auch lesen im Bericht des Bundesrechnungshofes von 2018, wo angemahnt worden ist, dass es eben erhebliche Verzögerungen gibt, dass es an wirksamen Erfolgskontrollen fehlt und dass immer wieder neue Bürokratie kommt, aber gemacht worden ist im Bundesfinanzministerium nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie gefährden dieses Projekt, und leider hat der aktuelle Finanzminister dieses Projekt auch noch nicht auf die Chefliste gesetzt. Liebe Frau Kollegin Hessel, vielleicht können Sie das, oh, jetzt geht sie nach Hause, aber sagen Sie doch dem Bundesfinanzminister vielleicht, dass er das wirklich zur Chefsache machen sollte. Man sollte 50% der Zeit, die man für Steuerrecht verwendet, für Digitalisierung verwenden. Aber die Prozesse müssen hier deutlich verbessert werden. Sie sagen immer, das machen wir schnell und unbürokratisch. Immer wenn die Aussage kommt, dann wird mir schon Angst und Bange, weil es kommt eigentlich noch mehr Bürokratie dazu. Der Kollege Steiniger hat es ja gesagt, am aktuellen Beispiel Jahres- oder Steuerentlastungsgesetz 2022, Energiepreispauschale, wir helfen schnell und unbürokratisch. Und die Anhörung hat gezeigt, dass es genau das Gegenteil ist. Die eigene Verwaltung hat ja sogar noch gewarnt, dass es so bürokratisiert ist, dass es kaum umsetzbar ist. Und es über den Arbeitgebern und bei allen, die das abrechnen müssen, ist es natürlich auch der Fall. Übrigens auch in der Finanzverwaltung der Länder wird es zu einer erheblichen Bürokratieaufwuchs kommen. Die eigenen Fachleute warnen davor. Und Sie lassen die eigenen Fachleute einfach im Regen stehen. Es ist Ihnen egal, Sie drücken das Gesetz von oben durch, ohne mit diesen Fachleuten ins Gespräch zu gehen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir diesen Antrag auch beschließen. Und ich bitte auch darum, dass wir den gemeinsam beschließen. Es gibt ja Vorprüfungen in Gesetzen. Und die Vorprüfung bedeutet, es wird geprüft, ob die Verfassungsmäßigkeit gegeben ist eines Gesetzes. Richtig. Es wird geprüft, wie die Haushaltsfolgen sind, sowie die Auswirkungen der privaten Haushalte und der Unternehmen ist. Richtig. Aber es muss unbedingt übrigens auch geprüft werden, wie die Möglichkeit einer digitalen Umsetzung bei diesen Gesetzesvorhaben ist. Und Sie sagen, das machen wir dann für alle Gesetze. Dann tun Sie das und setzen es um. Heute hätten Sie die Gelegenheit, auch im Bereich der Steuergesetze schon mal zuzustimmen. Und das ist der Antrag und das ist der Ansatz, den wir in diesem Antrag verfolgen. Wenn ich einen Wunsch äußern könnte, dann wäre es, dass wir zukünftig, Weihnachten ist noch nicht, aber der Wunsch steht trotzdem, dann wäre es, dass wir zukünftig bei Steuergesetzen, bevor sie ins Kabinett gehen oder in eine Koalitionsrunde, Koalitionsausschuss, die Fachleute fragen, ob diese Themen nicht entbürokratisiert werden können, digital umgesetzt werden können, nicht, dass sowas rauskommt, wie jetzt zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket. Genauso ein Bürokratiemonster. Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungsmodelle haben Sie vor. Sie haben es vorher abgelehnt. Jetzt haben Sie es sogar im Koalitionsvertrag drin. Verschärfung der Aufzeichnungsverpflichtungen beim Mindestlohn und bei vielen anderen Dingen. Sie machen so viel Bürokratie, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und übrigens Bäume, es wäre auch sinnvoll, diesen ganzen Papieraufwand ein wenig zurückzufahren. Also insofern bitte ich Sie wirklich herzlich, wenn Sie alle sagen, der Gesetzentwurf ist richtig, dann stimmen Sie heute zu. Ich weiß, dass Sie es ablehnen. Vielleicht können Sie es im Nachgang noch mal nachlesen. Ich kann Ihnen den Antrag dann gerne auch per Telefax noch mal zustellen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Digitalisierungskosten bei steuergesetzlichen Vorhaben darlegen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1317 den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 1015 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung?
Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen.